Hallihallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem kurzen, knackigen Informationsvideo. Es geht um Dienstag, den 27. Juni. Dort werden wir nämlich in Assetto Corsa einen Testlauf für einen Multiplayer-Server starten in Zusammenarbeit mit Rekt Service. Und da seid ihr herzlich eingeladen oder ich bitte euch herzlich, da an diesem Test teilzunehmen. Denn wir müssen es schaffen, 50 Leute auf die Strecke zu bekommen. Und das machen wir morgen Abend 19.30 Uhr. Link zum Event in der Beschreibung. Wir fahren die GT3-Klasse plus den Cayman GT4 plus den Audi TT Cup. Und das Wichtige diesmal ist, wir versuchen ein bisschen den Server zu entlasten, indem wir quasi diese drei Gruppen in drei Starterfelder aufteilen. Das heißt, GT3-Fahrzeug startet. Genauen Regeln findet ihr beim Link in der Beschreibung und auch wieder mit Einführungsrunde und so weiter. Und eine Minute später, nachdem die GT3 gestartet ist, startet die GT4-Klasse, was auch immer dann da kommt. Ich denke mal, der Cayman wird ein bisschen schneller sein als der GT Cup, also die ganze Gruppe Cayman fährt dann los. Wieder eine Minute später fährt dann die Gruppe Audi TT los. Und da muss immer der Führende, also der die Qualifikation gewonnen hat und die Pole Position sich ergattert hat für die jeweilige Klasse, der ist dafür verantwortlich. Bitte lest euch, wenn ihr mitmachen wollt, genau die Bedingungen durch und dann sehen wir uns hoffentlich abends auf der Strecke. Und ja, wollen wir doch mal hoffen, dass wir da einen guten Test an den Start kriegen, um da wertvolle Daten zu sammeln und wie gesagt, in Zusammenarbeit mit Rekt Service da vielleicht für zukünftige Assetto Corsa Endurance Rennen eine gute Basis zu schaffen. Ich danke fürs Zusehen, schön, dass ihr dabei wart und hoffentlich seid ihr zahlreich dabei, denn das ist sehr, sehr wichtig. So, haut rein, wir sehen uns heute Abend im Livestream und ja, macht's gut, ne? Tschüss!